Nicht mir, ich sag nicht mir. Spaß. Wer hat das gesagt? Der ist der Organisator. Er wusste, dass ich nicht früher schaffe. Ich mache nur Spaß wegen. Riesenkock. Ich bin Vampirbär. Oh, hätte ich fast übersehen, ne? Also ein Engineer so voll ausgemacht, aber. Hätte ich fast übersehen. Ja, erste Runde. Der Vampir. Ich würde ganz gerne erst beißen, wenn ich mir sicher bin, dass das niemand auf mich zurückführen kann. Das scheint zu gehen. Und jetzt würde ich gerne in Lab rein. Sehr gut. Mal ich nochmal aus. Faro down. Für den Leberkäse. Halt, stopp, lass mich mit rein. Ich würde gerne in das Beste mit rein. Kann ich noch jemanden beißen? Ist die Frage. Ja, ich will Terse halt nicht. Ich will Terse jetzt nicht. Ich hätte Terse beißen, ich will Terse nicht umbringen. Wäre ein guter Biss gewesen, aber das kann ich nicht machen. Ich sah in den Camps den toten Faro liegen. Und dann bin ich runter, es war unter O2 und da war nur Smaggy in O2. Kann natürlich sein, dass der Killer auch weggewendet ist. Der Kill ist 30 Sekunden alt, habe ich in Lifeline gesehen. Und also, Timo kann es nicht gewesen sein. Ich war im Sauerstoffraum. Das stimmt. Dann hat mich gesehen. Dann hast du mich ganz komisch angeguckt, Julie. Und es wirkte für mich so, als wolltest du oben in den Vent. Dann bist du irgendwie komisch im Kreis gelaufen. Dann haben wir die Tür gemeinsam, nachdem wir in der Trap waren, nach unten Richtung quasi Weapons etc. die Tür von O2 geöffnet. Und da lag Faro tot. Einfach auf dem Boden. Ich war ja in den Camps und ich habe die Leiche gesehen. Deswegen habe ich geguckt, wer in O2 sein könnte. Ich habe nur dich gefunden. Okay. Zwischen Smaggy, Juli und Meimel ist der Trickster-Gesser. Wenn Vlas nicht lügt, dann... Zwischen wen? Was? Zwischen Juli, Smaggy und Meimel ist der Trickster-Gesser. Die anderen beiden sind gut. Warum? Dann ist Smaggy. Nein, warum? Ich war in keiner Trap und nichts. Wie kommst du darauf? Ja, doch, klar warst du eine Trap. Ich bin unten ein Specimen, ich bin keiner Trap gewesen. Wo soll die gewesen sein? Scheiße. Du bist nicht ich bin ein Specimen. Ja, wo soll die denn gewesen sein? Ich bin ein Specimen mit Knechti. Und ich bin ein Specimen mit Terste gerade. Ja, Terste ist auch anscheinend irgendwo mein Knechti. Ihr Lügner, ich bin ein Specimen allein. Hä, ihr trollt doch. Terste steht an Simon Says und ich stehe an der Box mit den Reagenzien. Zwei waren wirklich in der Trap. Schau in den Chat, der steht da. Wie, ich krieg Krise mit dir gleich. Du stehst da nicht, ich stehe da. Wisst ihr, was ich erste Runde immer super interessant finde? Eine Person ohne eine Task zu machen, bei einem Lights Out, schnurstracks direkt in Camps läuft und da nicht mehr weggeht, bis eine Leiche gefunden wird. Das kommt immer so rüber, als hätte die keine Task, Julie. Was los? Ich habe mich verantwortlich gefühlt. Aber ich stand tatsächlich in keiner Trap. Dass du in die Cam gehst für 80 Stunden. Wo war die Leiche? Nur 80 Stunden. Ja, also Smaggy wird das nicht callen, wenn er böse ist. Ich glaube, Smaggy weiß halt einfach... Ja... Also Smaggy weiß halt einfach, dass Julie drinne war und deswegen wird es zwischen Julie und Meimel sein. Dann ist Meimel. Oder ich lüge halt einfach, ne? Entschuldigung. Ich war mit Terse in Specimen. Alle wissen das. Stimmt ja auch. Terse hat aber gar nichts gesagt, Das war verwirrend. Adams hat das eh nicht gesehen, ne? Oh, da habe ich eine neutrale erwischt. Ich habe eine neutrale Rolle erwischt. Vivi war... Nicht fein. Nicht fein. No. Hola. Hola. Oh, war das denn... War das... Ah ja, muss ja, ne? Was denn? Ich
bin leise reingelaufen gerade, hab einen Report-Button gehabt. Ich dachte, ich habe reportet, aber es war... Das war Vivi, die liegt auch dort. Und sie ist nicht an mir umgefallen oder sowas. Ich hab sie auch nicht umgebracht, sondern die lag da schon, aber ich wollte Licht anmachen und dann erst. Bullshit, Sunbait. Glückwunsch. Kann ja gar nicht sein, oder? Die ist ja ewig, das ist ja ewig, ja. Seit 10 Sekunden her. Ja, gewesen, außerdem zusätzlich. Aber Faro war böse, liege ich da richtig in der Vermutung? Nein, weil Faro der First Kill letzte Runde war, Vivi ist gerade gestorben. Genau, ja, Vivi war böse, liege ich da richtig in der Vermutung? Naja, nee. Neutral halt, ne? Ja, das ist doch böse. Hast du mal einen guten Neutralen gesehen? Ja, klar. Ja, der Jester ist ja auch... Ach, sind wir ehrlich, Vivi war Jackal. Alles andere ist Bullshit. Gut. Und Vivi hat am Anfang nämlich Faro gekillt und damit haben wir jetzt gerade den ganzen Case close. Alle anderen sind ja gut. Stimmt, ja. Kimo außer Meimel. Vivi wird aus. Was hast du mit mir? Mit oh mein Gott! Denke ich mal. Vivi aus und das macht für mich am meisten Sinn. Als Jackal wäre so weiter killen gegangen, der kriegt dann keine Vision im Penden. Also kann einfach durch. Ach, dann war es eine Beleidsklage, Mensch. Die wird als Arsonist dann Lights gegangen sein und gewartet haben, bis jemand hingeht. Mm, ja, okay. Ah, smart. Deswegen. Gib mir so Chameleon Witch Vibes. Kennst du dich da aus mit Flask? Oder wie ist das? Nee. War noch nie die Rolle. Halleluja! Katze. Ja. Dann gerade natürlich der Löwen. Nach 10 Sekunden ist immer noch keiner gekommen und du dachtest dir so, okay, dann detekte ich ihn selbst. Nee, aber danke für die Frage. Okay, kein Problem. Ich vote einfach mal Zayana. Das finde ich... Entschuldigung, mit welchen Buchstaben fängt deine Rolle an? Aber warum nicht? Ich kann nicht lesen. Scheiße. Was ist das? Ich kann nicht lesen. Ja, na, bisher alles nach Plan, so einigermaßen. Items hat Vivis Tod nicht gesehen, was gut ist. Das heißt, Items hat wahrscheinlich auch keine erhöhte Vision. Könnten zwei Neutrale drin sein, sprich, Items können auch Jackal oder so sein, aber scheint nicht der Fall zu sein. Leider nicht erwischt, schade. Oh. Ah, Knechti war der Time Master, wurde wahrscheinlich trotzdem getötet, ha? Huh? Scheiße. Wir haben nur einen Time Master, der sagen will, wer es war. Der Time Master müsste bis jetzt reden, sonst ist er tot. Aber ich will immer schweigen. Ich glaube, dann war es wirklich Knechti, weil der Böse weiß ja, dass er den Time Master gestochen hat. Das heißt, wenn das war Knechti. Oder? Aber was, wenn der Böse kein Gesser ist? Also, das wurden gerade Knechti und Terst angezeigt. Da sind zwei Leute gestorben. Ja, also zwei gestorben. Kein, ja. Und der, wenn der Time Master noch leben würde, würde er ja jetzt was sagen. Ja. Weil der Killer hat ja eh ihn reingestochen. Der weiß ja, dass er Time Master ist. Das heißt, soweit bin ich komplett bei dir. Nur zu 100% eine von zwei Personen nehmen zu können, dass sie die und die Rolle ist, ist halt nicht möglich. 90%. 10%, dass der Time Master gerade wirklich schweigefuchst. Nee, ist möglich. Okay. Erster Knechti Lover gewesen sein? Warte, ich versuche das in meinem Kopf gerade irgendwie zusammenzubringen. Denk nach, Flesk. Ja, denk nach, Flesk. Ja, wenn ein Good-Guesser drin ist, muss er mal jetzt auf Trickster-Guesser machen. Smaggy hat versucht, mich reinzustechen. Tschüss. Ja, mach mal Trickster auf mich. Die beiden sind alle böse, ich wusste es. Das ist Bullshit. Ja. Ist doch, auch Bullshit, aber Bullshit, Smaggy. Flesk hat schon längst geredet. Ja, Smaggy hatte mich reingestochen. Ja, das Problem ist, ich will nicht rausgegessen werden und ich weiß ja, wer Trickster Gesser ist. Smaggy ist nicht der. Smaggy ist nicht der Gesser. Flesk, warum callst du das? Ich dachte nicht, dass du das auch callst, Bruder. Das war doch so obvious. Okay, ich bin verwirrt. Was? Ja, ich bin kein Killer. Ich hab im Dunkeln einfach nur reingehalten, weil ich dachte, okay, wer mir da jetzt entgegenkommt, dann vielleicht. Ja, aber ich bin kein Killer. Das ist auch Bullshit. Sonst hätte ich Flesk doch gejagt und hätte ihn getötet. was auch immer hier für eine Show. Wen hast du gewotet, Flesk? Gemeimel. Sag ich nicht. Das ist eine absolute Show. Smaggy und Flesk führen hier eine Show ab. Warum?
Oh mein Gott! Nein, Blask beschuldigt das, Maggie. Also ich habe ihn nicht quoted. Nein, Smaggy nimmt. Ja, aber er sagt, er war Sheriff. Ja. Das glaube ich irgendwie nicht so ganz. Hä? War Smaggy gar nicht der Time Master? Das kann doch gar nicht sein. Hat genau in dem Moment, wo ich Smaggy killen wollte, Kimo versucht zu töten. Das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Das halte ich für extrem unwahrscheinlich. Wo ist Maggie denn jetzt hin? Also ich will Maggie auf jeden Fall weg haben. Kann ich dir sagen. Da ist er. Mann, Maggie! Warum, ist der jetzt in der warum schießt der nochmal auf mich? Richtig. Warum ja, tötest du Smaggy, Flask? Ja, Flask. Aber Flask ist doch... Hä? Nee, Flask hat Smaggy getötet. Ja, das hat er wirklich, habe ich auch gesehen. Aber er hat nicht geschossen. Weil ihr trollt doch. Ich... Nein, du bist auch nicht gesprochen. Hä? Also er hat letzte Runde als Sheriff in mein Timeshield reingestochen. Jetzt ist er mir hinterhergelaufen die ganze Zeit, nachdem er aus Lights rausgekommen ist und fällt auf einmal tot um. Also du willst jetzt sagen, dass der Smaggy in dich reingeböllert hat? Ja, zum zweiten Mal anscheinend. Mhm. Aber Smaggy kann nicht so einhalten. Warte mal, ich habe euch die letzte Runde schon gesagt, dass Smaggy in mein Schild reingestochen hat. Das weißt du, weil du Medic bist, der sich selbst geschiftet hat? Time Shield, Claire. Time Master. Also, Time Shield. Was ich nicht verstehe, warum Maimel mich nicht einfach rausgegessert hat. Weil der war Trickster-Gesser. Nee, wenn Julie nicht Trickster-Gesser ist. Nee, Julie ist der Gesser. Nein, Les, ich kann nicht so gessen. Julie, mach mal Time Master auf mich, komm. Okay, warte. Nein, du bist kein Time Master, weil du warst nicht mal in der Nähe von diesem Event. Julie und Smaggy sind vorher aus Lights zusammen rausgelaufen. Ist das ja, und geil. Ich hatte Angst vor Smaggy. Hä? Und ich Mann. Habe Smaggy mit. Oh, ihr seid Lava-Imposter oder so ein Käse, oder? Bless, ich wurde einfach Claire jetzt. Du laberst eine Scheiße. Hat diese Runde überhaupt Kimo ein einziges Wort gesagt? Ich meine, es ist jetzt nicht schlimm, wenn nicht, aber. Kimo war die ersten Male nicht. Also, Bless okay. ist ja an so vielen Claire Worten beteiligt. Claire und Sayane, ihr seid doch 100 pro Lava-Imposter. Das ist so schwierig, das überhaupt zu behaupten. Also ich will einfach nur, weil ich kann auf Claire mit nicht durchkommen. Was? Wer kommt damit durch? Du kommst damit durch? Leute. Warum votet? Aber ich bin Time Master! Warum sollten die nicht mir glauben, sondern dir? Du bist kein Time Master! Uli, du bist böse! Die sind nämlich Time Master. Die beiden sind Time Master und in einen von den beiden wurde reingestochen. Aber wenn der eine sagt, dass er Time Master ist, dann wird der andere auch sterben. Und deswegen sagen sie es nicht. Und deswegen werde ich da jetzt auch schön reinknabbern. Oder vielleicht auch doch nicht. Wie, warum ist denn... No. Hä, warum haben die denn... Ah, warum labern die denn scheiße? Ah nee, war noch ein paar Sekunden. Ich habe eine halbe Stunde meine Hand da drauf gelegt. I know, ich stand auch kurze Zeit bei dir und dann bin ich weggegangen, als noch jemand dazugekommen ist, nämlich Flask, der kam von links unten und auf dem Weg zum anderen Reaktor habe ich jetzt gerade eben an dem Gang davor Claire getroffen. Bedeutet, der linke Seismic ist komplett ungedrückt und die Person, die da hingegangen ist, namens Claire, wurde dort wohl ermordet. Von Flask, ja. So, Zayana, wenn du und Claire
nicht Lover Imposter seid, dann musst du mir erklären, was ihr letzte Runde gemacht habt. Du hast deinen Kill reported. Ich hab jemandem eine mit meinem Time Master Schild drüber gezogen quasi. Nee, hast du nicht. Du bist nicht Time Master. Ich weiß, dass du nicht Time Master bist. Du bist böse. Woher weißt du, dass ich nicht Time Master bin? Aus Gründen. Mhm. Weil ich weiß, dass du böse bist. Ich weiß nicht. Ich weiß, dass du böse bist, also kannst du nicht Time Master sein. Mhm. Du hast Smaggy getötet. Und Smaggy hat sich nicht an dir erschossen. Smaggy ist auch kein Sheriff, wobei das weiß ich nicht. Aber er hat sich nicht an dir erschossen, weil du böse bist. Also ich verquiz schon mein Wort, wenn ihr das wollt. Ja, bitte, Katze. Ja, ich bin so verwirrt. Aber wer war denn dann Time Master, wenn ich nicht Time Master bin? Aber wahrscheinlich das der andere Time Master in dem Moment. Ich würde sagen... nee, ich komme sie gar nicht dran. Der erste, oder? Aber die waren ja noch am Leben in dem Meeting. Die hätten ja einfach was sagen können. Nee, das Time Master. Der Time Master hat nichts Meeting, gesagt. Wo Knechte und Terste gestorben sind. Ja. Oh. Ja. Knechte und Terste sind gestorben. Ah, ja. Deswegen glaubt ihr nicht. Der, die erste Antwort gegeben hat, kriegt mein Wort, beziehungsweise davon ja. Teilen wir nicht Worte. Wie nennt sich das 5 Karten bestehende Monster aus Yu-Gi-Oh!, mit dem man automatisch das Duell gewinnt, wenn man es auf der Hand hat? Exodia. Ich vote Sayana. Oder vote ich? Okay. Nein. Was? Das ist gemein. Was? Ich hab mir gesagt, noch zwei ich verquise das sehr stark. Blesk finde ich super. Wissen sehr viel Yu-Gi-Oh! Spielt damals. Aber zwei Böse haben auch... Oh mein Gott, es war noch Timo. Das ist mit meinem Wissen, Katze, dass ich weiß, dass Blast böse ist. Was ist mit dem Wissen? Smaggy, warum hast du nichts gesagt? Ich war am überlegen, ich dachte, du sass mich wirklich, weil du vielleicht Sheriff bist oder sonst was, okay? Und dass du dann was gecallt hast, dachte ich, boah, ich glaube, er ist gut. Ja, ich war Medic und ich habe Sayana geschildert. Danke. Starkes Play, Kimo. Bitte. Ich fand auch, dass Kimo redet nicht Play sehr gut. Aber die ersten Kills hat er wirklich nicht gemacht. Nee, die habe alle ich gemacht, glaube ich. Ja. Vulture, komm, ich will mal ein paar Leichen fressen jetzt. Ach, Mann. Mensch, Meier, warum spielen wir denn das hier? Ja, Chakal Gesser. Interessant. War das ja nicht mal klar, das war einfach Items als Morphling. Oh, Juli. Und wir haben auch noch eine Witch. Ja? Sam, oh, Scheiße. Ich war mit Timo am Anfang lang und Smaggy war da. Ja, wir sind zusammen rübergelaufen. Wer stand da noch mit uns? Timo, aber ich mit gesehen. Nein. Wenn Smaggy mit dir gelaufen ist, Juli, er kann dich auch im Laufen. Items war als gemorfter Clur, nachdem er Vivi gekillt hat, in Medbay reingelaufen. Vom Lunchpad rüber zum Medbay. Hey, Smaggy, weißt du, was witzig ist? Wurde aber abgefahren. Letzte Runde, als du Killer warst, hast du gesagt, du bist kein Killer. True. Ja, ich sag das aber auch, wenn ich nicht Killer bin. Tatsächlich, die Aussage treffe ich immer. Ja, also was sagst du? Die bleibt immer. Das ist das einzig Fixe, was ich in diesem Game dauerhaft mache. Ich sag immer, ich bin kein Killer. Und Inten. Das heißt, aber Timo, kannst du was sagen? Bist du Gesser, Claire? Ich habe die Map halt noch nicht gespielt und habe jetzt erstmal da. Wer ist der Crew Gesser? Ich glaube halt Timo, weißt du, dann kannst du Smaggy sein. Bist du Crew Gesser, also, Johnny? Guck mal, ich habe reported, ne? So. Die Leiche liegt auf dem Medbay-Scan, aber da führt die Bloody Spur hin. Ich weiß nicht, ob. Also, Vivi liegt da, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, ob. Sag das mal. Sag das mal am besten nicht. Sag das mal am besten nicht, Erste. Smaggy. Denk mal vorher drüber nach, bevor du jetzt was sagst. Ja, aber Smaggy wurde ja jetzt auch gegessen, ne? Ja. Auf Witch anscheinend. Ich glaube, Smaggy hat sich vergessen, weil er wusste, dass er tot ist. Sag ich oder ehrlich. So. Ja, finden wir raus, indem Julie dann lebt oder nicht. Ja, aber guck mal, das Licht war ja aus, ne? Ja, ist doch egal, oder? Aus, wir gehen nach Haus. Habimmel, rabammel, rabum. Habimmel, rabammel, rabum.
Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber das Licht war halt aus. Also ich skipvote dann auf Flesk. Ich war das nicht, Matthias, aber ich glaube nicht, dass wir die Person verraten sollten. Ich. Ich glaube, wir haben es mit dem Sief zu tun. Klagnächtig. Der Sief. Das Licht war aus. Ich will... Na... Er soll über den Sheriff zumindest mal nachdenken, aber es stimmt schon, es kann halt einfach der Thief sein, so. Dann war Anti-TP-Faro. Anti-TP-Faro. Das heißt, Witch und... Also, wenn Smaggy Witch war... Ich habe gar nicht drauf geachtet, ob Julie noch lebt. Muss ich mal machen eben. Also, Faro hat hier gerade was gemacht. Knechti und Dings. Lebt Julie noch? Ich hab's gar nicht gesehen. McClure ist tot auf jeden Fall. Oh ja, Julie lebt noch. Das heißt, Imposter sind beide raus. Okay, Faro ist Medium anscheinend. Hallo. Hallo. Oh. Also, ich bin gerade Cafeteria rein und dann da unten bei Balcony habe ich dann Claire gefunden. Da habe ich da mit Kimo allein gelassen. Ja, genau, den habe ich dann da gefunden. Ich bin mit dem Roller. Glitzerfusselchen, Dankeschön. Für die 30. Ja, aber ich habe dich mit Claire da unten alleine gelassen auf dem Balkon. Nee, ich bin hochgegangen und Julie war auch noch bei uns. Willkommen zurück, Julie, übrigens. Hallo, ich lebe. Du lebst da. Das war übrigens nicht nett von dir, Terste. Sorry. Bin oben im Treibhaus. Die Imposter wurden einfach im ersten Meeting ausgelöscht. Das ist wild. Aber jetzt müssen wir halt zwei gegen ihn. Wer ist mir entgegengekommen gerade? Doch, Faro, ne? Zwei gegen sechs spielen. Ja, ich... Am Locker? Nee, Terste, ich hab dich nicht gesehen, aber doch, doch hab ich, ja. Doch, doch. Terste war da auch, ja, glaube ich. Ja. Irgendwo in der Ecke. Julie, hast du Kimo gesehen? Oben? Oh, kann schon sein. Ja, ich glaube, er war bei Admin mit am Tisch. Aber vor 10, 15 Sekunden? Schon länger her. Und wann hast du ihn da allein gelassen, Knechti? Bei dem Kill? Und du stellst ganz schön viele Fragen. Während du an der Weapons Task stand, bin ich abgehauen. Nach oben. Probier jetzt mal, ob wir Kimo einfach voten können. Dann würde ich gerne in die Trap reingehen. Oh. Aber warum... Wo ist denn die Trap, Knechti? Kimo war da unten. Auf dem Balkon. Okay. Das ist einfach Kimo random geworden. Auf dem Balkon, ja. Ist aber nicht mehr da, ne? Anscheinend. Also hier sehe ich nichts mehr, finde ich nichts mehr. Schade. Ja, müssen wir einfach töten. Also Faro wird Medium sein. Außer er faked. Aber ich gehe jetzt einfach mal nicht davon aus. Nee, er faked nicht. Der faked nicht. Also, folgendes. Ich habe einen Report-Button bekommen bei Admin, aber ich bin dann zuerst Licht anmachen gegangen, bevor ich reportet habe.
Dann habe ich ihr Licht wieder angemacht und dann in Atmen wieder war da Terste, aber auch tot. Okay. Und ich, ja. Ich bin runter an Balkon gelaufen und als ich am Weapons-Task stand, ging im Medbay der Vent auf, kurz bevor das Licht ausgegangen ist. Ja, und ich bin Medium und der Kill an Clur, der war nicht Kimo, weil das war eine Darker Color. Nevermind, war ich. Ja, Flash, was war das? Stark, stark. Ja, ich vertraue da nie wieder, ne? Was ist hier los? Oh, Junge, wir haben die Imposter so schön ausgelöscht in der Runde. Ja, ich mach so einen schönen Kill. Oh, das war so, da kommt mir so Clur mit Bloody Spur entgegengelaufen. Ich halte rein, auf einmal fällt Vivi um. Denk mir so, hä? Ja, ich war auch morph. Ja. Ich glaube, ich werde so ein bisschen weggehen von ich streame 5 Tage die Woche und Twitch ist, ist mein Fokus. Während das, was mich über Wasser hält, nicht Twitch ist, sondern YouTube. So. Ja. Ich wollte eigentlich gerade einen Kimo reinstehen. Direkt am Anfang. Wir reden nachher nochmal ein bisschen ordentlich drüber. Das war ein Stack-Kill. Ja, aber ich habe trotzdem gesehen, wer sich bewegt hat. Ich möchte nur anmerken, bei mir stand, dass ich bait wurde. Wenn mich jemand killt, wird er mich reporten, sofort. Okay, klar, merken wir uns. Was hast du gesehen, Katze? Ich habe halt gesehen, dass sich die jeweilige Person bewegt hat und dass sie durchgeportet ist, aber... Sag doch. Nee, ich finde das ein bisschen kacke, erste Runde, oder? Echt? Was meinen wir? Ja. Wieso denn meinen immer? Es war unser notorischer, ich werde als erstes rausgevotet da, deswegen. Das ist so, lass den vielleicht noch eine Runde von YouTube fertig spielen. Also, Claire. Nee, auch nicht. Swaggy. Ja, ich will ja auch, genau, ja. Aber das ist... Oh. Also oh, es war okay, Maggie. Dass jemand den getötet gewesen wird, aber nicht den Töter zu verraten. Aber ich glaube, war halt verklickt, um ehrlich zu sein. Weil ja, das macht keinen Sinn, echt, da in dem Stack zu killen. Das klingt nach Maggie, ja. Das macht ja wirklich, nö, keinen Sinn, hier wie gekillt. Nö. Also für mich sah es nach meinem Bild aus. Ja, das klingt also, ich auch bin eher mir nach sehr, sehr sicher. Ich stand drunter, okay, in dem Moment und ich stand auch wirklich nah genug dran, was das anging. Ist auch nicht geplatzt, sensuell, oder so, war einfach Kill. Bomba! Zur Hölle, ich war nicht mal im Snack drin. Boah, wir brauchen so einen sensuell Sound. Ja. Sensuell. Hey, ich brauch den Clip wieder von dir, Claire. Ich muss mir das nochmal angucken. Wo du ausrastest wie so ein... Ihr kannst den Clip ja gleich schauen. Also, das ganze VOD, oder was? Wow. Auch nicht schlecht. Also, Katze, war das jetzt, Ja, das war real. Das ist halt das Problem, es ist wieder Knecht, die First Kill, das ist halt super kacke, deswegen, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht gesagt. Boah, ich weiß nicht, mal, dir in Among Us Vertrauen ist immer so eine Sache. Aber wen meint er denn? Wen meint er denn? Du hast da gerade reingestochen. Ich? Ja. Du laberst ja so eine Scheiße. Holy moly, Bruder. Maggie checkt das halt gar nicht. Feucht. Kimo stand auch noch da. Warum wir denn Meimel? Seid ihr Oh mein Gott, wie lost ist das denn? Wie lost ist das denn? Du sagst 2 Minuten. Swaggy is it und die voten Meimel. Das habe ich nicht verstanden. Also in meiner Sicht war das. Aus meiner Sicht war das Kimo und nicht. Nicht Meimel. Vielleicht liege ich falsch. Ich dachte, Kimo hat einfach getötet. Aber wenn es Vampir oder Warlock war, dann habe ich natürlich ein Problem, ne? Aber aus meiner Sicht war das nicht, aus meiner Sicht war das nicht... Nicht Mammel. Kannst ja mal probieren, was habe ich zu verlieren, ne? Ja, Julie wird reporten. Dann finde ich Kimo nicht mehr. Oh, das war ein Kill-Bait-Report. Ja, vielleicht und Bait. Items waren neutral. Bait. Vielleicht Vampire. Das war echt ein Bait, Katze. Nee, vielleicht war das ein Vampire. Ja, ja, ja. Weil, aber wir haben das oft, ne, so immer getimed. Getimed die Kills mittlerweile, das ist jetzt schon der dritte.
Ja, aber wenn es ein Vampire ist, dann stirbt er ja, sobald er auf den Report-Button drückt. Ja, aber guck mal, er muss ja bei der Leiche von Zayana sein. Ja. Das heißt, den Kill, also der Killer von Zayana, der kann nicht Terce sein, weil sonst... Es sind Julie und Kimo, oder Vivi. Ja, also da war ja dann ist vielleicht nicht Kimo, weil wir haben ja noch Vivi. Ich bin hinter Terce gewesen. Das heißt, ja, hallo, ich nehme dich doch gerade raus, Maggie, Mann. Das war Julie safe. Also, hörst du mir zu? Wenn die Leichen nicht in Koms liegen, ist Flesk auch nicht. Aber wir sind drei dafür raus, ne, Vivi? Ja, ja, habe ich doch gerade gesagt. So, aber ich glaube trotzdem, dass es... Ich muss mal ganz kurz den größten Rennen in dieser Runde fragen. Terce. Ja. Terce, wenn du, wenn du im O2 bist am Baum... Da sind ja diese vier Regler, die man zu der Linie führen muss. Wie lange brauchst du so für diese Quest durchschnittlich? Ich mache halt immer nach Gehör, deshalb dauert ein bisschen. Na, wie lange würdest du sagen, da brauchst du? In Sekunden. Sensuell. Ja, so fünf. Fünf Sekunden? Riesenkock. Achso. Also Kimo hat gerade 10 gebraucht. Ja, Mimmel war falsch übrigens, glaube ich. Ja, safe. Der Mimmel war falsch. Ich will damit sagen, dass ich was schlinge. Ich will damit sagen, dass du die gefaked hast und einfach gar keine Ahnung hast, was da für eine Quest ist, die nicht so lange dauert. Du was haltet ihr davon, dass Faro und Vles einen Double-Kill gemacht haben? Katze gerade reporten wollte und einer von den beiden den anderen Kill gemacht hat. Ich würde Faro wollen. Was haltet ihr davon, wenn Nein, Prosecutor raus. Wir voten gar nichts, wir skippen einfach. Das ist doch Quatsch. Ach, wenigstens am Flesk. Ich hab gar nichts gemacht, Kimo. Aber danke, Kimo. Ach, Kimo, du hast gefällt, das hast du gemacht. Ich bin geschiftet worden und bin jetzt Deputy, ne? Oh mein Gott. Bei Kimo habe ich gesehen. Was war das jetzt? Ja, weil Katze ja zum Report gestorben ist. Einfach skippen, oder? Ohne Discussion. Ja, ja. Nee, ja, ich keine Discussion. Einfach, skip mir jetzt. Das, weil Katze hat reported und ist dann gestorben, Kimo, deshalb ist jetzt nochmal Meeting. Nee, einfach skippen, kein ja, Wort. Kimo. Vivi, Skip auf Kimo. Ja, skip auf mich, klar. Wer voted is lost. Ja. Kimo wird mich umbringen. Ich bin Bait, Freunde. Kimo. Bleib einfach mal bei Julie am besten. Okay. Ich bin so tot. Leider ist so ein Arsch, Kimo will mich umbringen. Leute, helf mir! Ich bleib jetzt bei Wenn ich könnte, würde ich das tun. Ich suche mir Shelter. Jetzt hat mich der Deputy. Der Deputy hat den Sheriff zum Deputy gemacht und der Deputy ist der neue Sheriff geworden. Ich bin demoted worden und der Sheriff. Der Deputy ist promoted worden. Überhaupt keinen Sinn. Aber dann soll. Ja, dann soll Vivi die Arbeit übernehmen. Ist mir auch recht. Hilfe! Die wollte mich beißen. Ja. So. Nicht reporten. Hier wird nicht reported. Nein. Ich hatte Handcuffs. Ach, unglaublich. Ist auf dem Leberkäse ausgerutscht. Nee, es hat irgendwo hinter mir gekillt. am Lab-Eingang und ist dann ins aber Lab reingelaufen. Und hinter mir haben die Fußspuren aufgehört. Also der wird irgendwo Richtung Wand gelaufen sein. Und dann bin ich nochmal zurück, weil ich nicht wusste, weil am Ende der einen Seite war gar nichts gelegen und dann bin ich die ganzen Fußspuren nochmal dran und hab die Leiche gefunden. Hat ja, ich skippe einfach. Ich skippe, wir wissen eh nicht, wer es war. Ist egal. Warte mal! Warum ist Menebo? Warte mal! Ja, jetzt, klar, ich war. Warum skippen denn schon zwei? Smeggy stand da auf dem Scanner. Ja, ich glaube, dass Smeggy ein Böser ist. Ja, Smeggy war es nicht. Smeggy war es nicht. Ja, wie lange wollt ihr noch, wo ich bin? Ich bin kein Killer. Ich habe vertrauenswürdige Information, dass es Kimo ist. Aber Smeggy ist schon die ganze Zeit im Lab. Also vor Faro. Das ist doch einfach mal den Kopf zu Gesicht. Faro, wenn du kein Killer bist. Das Lab ist Faro, das macht keinen Sinn. Weil Terce kann mich eigentlich rausnehmen, dass er mich in den Sass wirft. Das ist für mich Terce ultra Sass. Ich werde Terce. Kannst du gerade nicht auch.
Also, dass ihr euch überhaupt fragt, was mit Juli passiert ist, das lässt mich an allem zweifeln gerade, ne? Das lässt mich wirklich an allem zweifeln. Standst du am Scanner gerade oder nicht? Ich vote dich, ich vote dich. Ja, guck mal, alle, wir skippen. Ja, wir skippen und Vivi, wir skippen und Vivi bleibt einfach mal bei Kimo eine Runde. Okay. Das ist so. Gut, also Kimo, wichtig. Alter, es ist unglaublich. Ja, sie raffen einfach so nichts. Game over. Sie raffen einfach nichts. Also Smeggy hat auf jeden Fall noch einen Partner. Welche Farbe also, ist aufpassen. Also es ist, Smeggy, hier Kimo muss nicht richtig sein. Weil das der Vampirkill sein könnte. Na, Julie kann einfach reingebissen haben. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber für mich sah es so aus, als ob Kimo den Kill gemacht hat. Und Vivi checkt das jetzt halt einfach kurz. Ist ja auch nicht schlimm. Wo sind die beiden hingelaufen? Nicht gesehen. Electrical rein? Vivi lebt noch, okay. Die Frage ist, lebt Kimo noch? Kimo ist tot. Ich bin Sheriff, ich hab auf Kimo... Flesk ist tot, er ist mir gerade noch entgegengekommen. Ja, Smeggy, danke. Ja. Smeggy ist kein Sheriff, nie und nimmer, never. Nein, ist er nicht. Ich bin bei Smeggy geblieben und Kimo hat mir am Arsch geklebt. Dem war alles egal, der wollte mich in der Wasser umbringen. Das ist Bullshit, Nein, ist es nicht. Also Smeggy hat auf jeden Fall einen Partner, weil er hat auch gesagt, wir wollten Tiesto und dann ist noch einer mit aufgesprungen. Warte mal, erzähl mir gerade nochmal, was passiert ist. Ich hab's jetzt nicht gedacht. Ich bin bei Smeggy geblieben die ganze Zeit, bis die letzten 10 Sekunden, weil ich wollte, dass es ein Zeugen gibt, wenn Kimo mich umbringt. Sondern er ist einfach in die Masse in mich reingerannt. Das war ihm alles egal. Er hat nur noch Killcooldown abgewartet, da bin ich so durchgebrettert. Und Smeggy hat jetzt gerade Kimo getötet, oder was? Ja, und Smeggy hat dann Kimo gekillt und hat mich damit gerettet. So, der letzte Imposter ist Terze. Bullshit. Bullshit. Der Sheriff hat Kimo erschossen. Ich bin der Sheriff. Das ist Vote, bitte Terze. Okay, Smeggy, dann kriegst du jetzt mein Vote. Naro, oh, bitte warte mit deinem Vote. Naro, wen hast du gewotet? Smeggy. Smeggy, hör mal auf zu hinten. Kuh muss Smeggy voten. Nee, muss nicht. Danke, V, für den Win. Hey, wie im Meier? Was? Hat sich gerettet! Einfach Chaos. Ey, du bist so gemein, wie ich bin. Was denn immer Chaos sein? Der Chat hatte mir gerade erklärt, dass ich dich zu meinem Sidekick machen konnte. Und ich bin extra stehen geblieben. Ich bin Sheriff und habe 2 Kills gemacht, dank Flesk. Und wollte. Ja, das war frech, Vivi. Ich habe dich extra verschont. Und dann tötest du mich einfach. Ich habe einfach Flesk geschiftet und ich war Deputy und er Sheriff. Und da habe ich ihm einfach den Sheriff geklaut. Ja. Oh Mann, das war so schlimm. Zack, und wir haben's. Ja, ganz kurz noch gezittert. Warum musst du das richtig alles mitgehen, ne? Ja, Smeggy, du kamst doch aus Left. Ich weiß, dass du als Sheriff geschossen hast. Ich will dich doch damit in Schutz nehmen, Vivi. Ich weiß doch, dass du geschossen haben musst. Hallo, Terste hat das doch gesehen. Es ist doch vollkommen egal, aber das zu callen war halt einfach so gefährlich. Alleine, dass ihr denkt, dass... Ruhe. Alleine, dass ihr denkt, dass ihr das irgendwie verschweigen könnt. Vivi hat im ersten Meeting gesagt, tut mir leid, dass ich dir deine Rolle geklaut habe, Vlesk. So, und dann sag ich im zweiten Meeting zu ihr, Vivi, bleib mal bei Julie die ganze Runde. Julie stirbt. Ihr fragt euch, wer hat Julie getötet? Dann sag ich zu ihr, bleib mal bei Kimo die ganze Runde. Kimo stirbt. Ihr so, ja, wer hat denn Kimo getötet? Und dann tut ihr so, als ob der Imposter nicht genau weiß, wer wen umgebracht hat. Ich hab vor Terste getötet. Meint ihr, Terz ist so aufmerksam? Ja. Natürlich wusste das. Nein, hätte ich nicht gecheckt. Du hättest doch nicht gecheckt. Du musstest uns doch zum Sieg führen. Doch, ich hab's ja gesehen, aber die Info mit Vlesk hätte ich nicht gecheckt. Ne? Ach so, ja genau. Also ich hab's nicht gecheckt. Und man hätte einfach reporten können und sagen können, so, da war halt ein Kill. Ich weiß ja nicht, dass er mit dir da war. Ich hab nur dich da rauslaufen sehen.
Ja, aber warum sagt ihr dann nicht einfach, ey, Terst ist Imposter, so, wir wissen, wer Sheriff ist? Ich hab das doch davor gesagt. Ich wusste nicht, dass, also, das für die anderen klar ist. Du bist ultra seit dem ersten Kill. Nee, Faro, du hast auch einfach nicht. Nee, Faro, Faro, du hast einfach. Du bist auf dem Leberkäse ausgerutscht. Riesenkock. Geil. Ich hab einfach nur geil. Faro, pass auf, ich sag. Ich bin auf deiner Seite. Faro, ich sag so, ey, Vivi, bleib bitte die ganze Runde bei Julie. Na, es war so sehr offensichtlich, dass Vivi Julie umbringen wird. Wir stehen so um die Leiche von Julie. Ich wiggle die ganze Zeit rum. Ich gebe die Handcuffs, damit du nicht reportest. Du reportest, Handcuffs wegen weg. Du reportest nochmal, sagst so, oh, ich hab die Leiche von Julie gefunden. Ich glaube, es war Smaggy. Und? Es war so.